Kantasana heißt Lieblingsstellung. Im Hatha-Yoga hat jeder seine Lieblingsstellungen. Kanta heißt geliebt, begehrt. Es heißt bei Garota, dass Kantasana beschrieben wird in einem klassischen Hatha-Yoga-Text, aber nicht genauer beschrieben wird. Und so hat jeder Mensch seine eigenen Lieblingsstellungen. Du kannst selbst überlegen, was sind deine Lieblingsstellungen im Hatha-Yoga? Und es ist gut, seine Kantasanas regelmäßig zu üben, aber auch zwischendurch das ein oder andere einzufügen, was man nicht so gerne mag und was stattdessen sehr gut für einen ist. Kantasana, überlege gerade für dich selbst, was sind deine Lieblingsstellungen und schreib's dann vielleicht in die Kommentare hinein.